Hier sind die EmsTV News. Es ist Donnerstag, der 23. Mai. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Am Montag kam es auf der Straße Mühlenberg in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war der Fahrer eines Busses gegen 14.30 Uhr in Richtung Twiest unterwegs. In Höhe der Einmündung Rühler Dorfstraße kam ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger entgegen. Mit dem Anhänger touchierte dieser den linken Außenspiegel des Busses. Der Spiegel wurde aufgrund des geöffneten Fensters in den Bus geschleudert, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Hinweise zu Personen oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter der Nummer 05931 9490 entgegen. Am Freitag gegen 18.25 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim in Spelle im Einmündungsbereich der Bönnestraße Ornsberg zwei dort stehende Pkw und drei Personen zu kontrollieren. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten in dem Pkw eines 31-jährigen Niederländers etwa 2 Kilogramm Amphetamin, etwa 8 Gramm Kokain sowie etwa 400 Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden. Der Mann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach dem Verkehrstrubel rund um die Behelfsstraße bei den Emsbrücken in Meppen steht in Meppen jetzt das nächste Verkehrsprojekt auf dem Plan. Wo die Meppner in den nächsten Monaten mit Umwegen rechnen müssen, weiß mein Kollege Niklas Stratmann. Die Stadt Meppen möchte die Situation an der Kreuzung am südlichen Ortseingang an der B70 verbessern. Am Knotenpunkt der Bundesstraße mit der Teglinger und der Nödecker Straße werden umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Vor allem für Fußgänger und Radfahrer soll sich dadurch die Situation verbessern. Die Autofahrer profitieren in Zukunft von einer bedarfsabhängigen Ampelschaltung. Die Bauarbeiten machen eine Sperrung der Industriestraße nötig. In dieser Zeit kann das Gewerbegebiet Nödecke über die Haarbrücke und die Dahlumer Straße erreicht werden. Die Sperrung beginnt am Montag, den 27. Mai und wird voraussichtlich bis in den August bestehen bleiben. Für Rad- und Fußverkehr bleibt die Verbindung trotz Bauarbeiten bestehen. Am Dienstag hatte Landrat Marc-André Burgdorf die Ehre, das Bundesverdienstkreuz zu überreichen. Wer der neue Träger der Auszeichnung ist und wofür er sie verdient hat, weiß mein Kollege Florian Keller. Die Gemeinde Barwinkel hat einen weiteren Bundesverdienstkreuzträger in seinen Reihen. Alfons Gebbeken wurde für seine langjährigen ehrenamtlichen Verdienste, insbesondere in der Musik, ausgezeichnet. Landrat Marc-André Burgdorf hatte am Dienstagnachmittag die Ehre, das Verdienstkreuz zu überreichen. Es ist ausgesprochen wichtig, auch für das Emsland, dass heute Alfons Gebbeken vom Bundespräsidenten Steinmeier das Verdienstkreuz verliehen bekommen hat, das ich überreichen durfte, weil es zeigt, dass wir hier im Emsland Menschen haben, die sich für die Gemeinschaft einbringen und die eine Haltung symbolisieren. Für Alfons Gebbeken spielt die Musik seit seiner Jugend eine wichtige Rolle. Sein Instrument war und ist sein geliebtes Akkordeon. Gebbeken förderte jahrzehntelang in Barwinkel die Jugend in der Musik. Für seine Feier durfte er maximal 60 Gäste einladen. Neben Freunden und Familie waren das auch der Bürgermeister von Barwinkel, Piet Langels, und der Bürgermeister der Samtgemeinde Lengerich, Matthias Lühn. Marc-André Burgdorf war sehr stolz darauf, das Verdienstkreuz zu überreichen. Er ist jemand, der nicht großes Aufhebens davon macht, was er alles geleistet hat. Und das ist ganz häufig der Fall, wenn ich die Ehre hatte, ein Verdienstkreuz zu überreichen, dass Menschen sagen, das habe ich eigentlich gar nicht verdient, weil das, was ich gemacht habe, war für mich selbstverständlich. Das war es aber bei weitem nicht. Und deswegen ist es gut, dass es Verdienstkreuze gibt, die einmal gar nicht die Taten würdigen, als Taten als solches, sondern eine Person würdigen, die eine Grundhaltung hat und ein Beispiel für die Gemeinschaft. Bei Kaffee und Kuchen wurde Gebbeken zur Auszeichnung gratuliert. Für Matthias Lühn war es nicht die erste Verleihung eines Bundesverdienstkreuzes. Ich bin jetzt 18 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Samtgemeinde Lengerich und das ist jetzt die vierte Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an entsprechend verdiente Personen aus der Samtgemeinde Lengerich und ja, daran kann man schon sehen, dass das schon eine sehr besondere Auszeichnung ist.
Eine sehr besondere Auszeichnung ist es für den bescheidenen 85-jährigen Alfons Gämbekin allemal. Auch wir gratulieren zum Bundesverdienstkreuz und das Emsland hat einen weiteren Träger in seinen Reihen. Die Sportschule Emsland wird erweitert. Das steht schon seit einiger Zeit fest. Nach monatelangen Planungen konnte nun am Dienstag offiziell mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zahlreiche Gäste kamen am Dienstag in Sögel zum Spatenstich für die Erweiterung der Sportschule Emsland zusammen. Hier am Standort der alten Großraumsporthalle entsteht ein neuer, behindertengerechter Gebäudekomplex mit 34 Zimmern und insgesamt 68 Betten. Die Sportschule Emsland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das gesamte Bauprojekt soll voraussichtlich rund 4 Millionen Euro kosten und im Herbst 2025 fertiggestellt sein. Die Waldbühne Amsen feiert wieder Premiere. Das Stück in diesem Jahr, der Klassiker My Fair Lady. Ob der Text sitzt und wie die Proben so laufen, mein Kollege Yannick Overberg weiß mehr. 25 Jahre. So lang steht Hobby-Schauspielerin Angelina Völker bereits auf der Waldbühne Amsen und spielt Theater. In diesem Jahr verkörpert sie die Hauptrolle in dem Stück My Fair Lady. Also die Eliza Doolittle ist ein Blumenmädchen, die ist so ein schnoddriges, armes Blumenmädchen, läuft über den Blumenmarkt mit einem kleinen Blumenkorb und lernt einen Sprachprofessor kennen und möchte bei ihm Stunden nehmen. Und er macht sich zur Aufgabe, ihr das Sprechen beizubringen und möchte sie in die feine Gesellschaft einführen. Mit dem Stück bringt das Ensemble einen echten Klassiker auf die Bühne. Das Musical aus dem Jahr 1956 ist für die Spieler der Waldbühne Amsen etwas ganz Neues. Wir waren sonst immer uns verpflichtet, Stücke zu geben, die streng religiös sind. Dieses schert jetzt ein bisschen aus. Es ist also ein reines Unterhaltungstheater, auch auf Wunsch der Spieler selbst. Sie wollten einfach mal etwas anderes machen. Und man konnte auf den Proben merken auch, also sie waren mit Begeisterung dabei. Es hat allen riesigen Spaß gemacht. Natürlich auch mehr Arbeit letzten Endes. Und diese Mehrarbeit steckt in 50 Proben, in denen getanzt, gesungen und der Text perfektioniert wurde. Besonders der Gesang ist für das Stück essentiell, vor allem bei der Hauptrolle. Die muss einfach auch singen können. Die anderen gesanglichen Rollen können auch Schauspieler machen, aber die Eliza ist eine Gesangsrolle. Und das war die Bedingung, dass wir das Stück überhaupt spielen konnten, oder das war meine Bedingung. Wir brauchen eine Eliza, die Rolle auch wirklich bewerkstelligen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, wir haben einen guten Griff getan. Das ist eine Spielerin, die so etwas noch nie gemacht hat, die zum ersten Mal in einer größeren Rolle auf der Bühne steht. Und dafür macht sie es laut dem Regisseur richtig gut. Doch wie bereitet sich Angelina auf ihre Gesangseinlagen vor? Ich habe seit Oktober ungefähr einmal die Woche Gesangsunterricht bekommen. Und jetzt aktuell, bevor ich hierher fahre oder im Auto, singe ich mich natürlich ein, werden die Lieder nochmal durchgesungen. Ich achte auf meine Stimme so ein bisschen, viel Tee trinken und so, damit man einfach da gut vorbereitet ist. Gut vorbereitet kann es dann am Samstag mit der Premiere losgehen. Insgesamt wird es 13 Aufführungen geben. Tickets sind bei der Geschäftsstelle der Waldbühne Amsen und an der Abendkasse erhältlich. Na dann, toi toi toi. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit den MSTV News. Ich begrüße Sie dann morgen hier an Ort und Stelle wieder. Bis dahin haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.